Das Nussfräulein. Es waren einmal zwei Schwestern. Die eine war schön wie der lichte Tag, die andere aber war gar nicht hübsch. Weil Vater und Mutter gestorben waren, machten sie sich auf, um in der Welt ihr Glück zu suchen. Die schöne Schwester hieß Anne und die andere Katrin. Wenn Anne müde war vom Wandern, nahm Katrin sie an die Hand. Wenn sie nicht zu essen hatten und Anne vor Hunger weinte, tröstete Katrin die Schwester. Eines Tages kamen sie zu einem Königsschloss. Dort lebte ein König, der zwei Söhne hatte. Ein Jahr zuvor war der ältere Prinz von einer Krankheit befallen worden, die kein Arzt heilen konnte. Niemand wollte nachts beim kranken Prinzen wachen, denn alle, die das jemals getan hatten, waren am Morgen danach verschwunden. Als Katrin das hörte, war sie sofort bereit, die nächste Nacht bei dem Prinzen zu wachen. Sobald es dunkelte, setzte sie sich mit einer brennenden Kerze an sein Bett. Das Kerzenlicht fiel auf das bleiche Gesicht des Prinzen. Katrin sah ihn an und er gefiel ihr sehr. Um Mitternacht öffnete der Prinz die Augen, stand wie im Traum auf und kleidete sich an. Und dann schritt er die Treppe hinunter. Katrin folgte ihm und der Prinz merkte nichts davon. Er ging in den Stall, sattelte sein Pferd und sprang in den Sattel. Katrin schwang sich hinter ihm hinauf und wieder merkte er es nicht. Der Prinz ritt durch einen Wald, in dem viele wilde Nussbäume wuchsen. Als das Pferd unter den Bäumen dahin trabte, pflückte Katrin Nüsse von den Zweigen und füllte ihre Schürze damit. Vor einem grünen Hügel hielt der Prinz endlich sein Pferd an und sagte: »Öffne dich, du grüner Hügel, lass das Pferd mit Zaum und Zügel und den jungen Prinzen ein.« Und Katrin murmelte: »Lass auch Katrin hinterdrein.« Kaum hatten sie diese Worte gesprochen, öffnete sich der Hügel und Katrin und der Prinz ritten hinein. Sie kamen in eine große Halle. Unzählige Kerzen brannten darin und die Wände glitzerten von Gold und Silber und Edelsteinen. Viele schöne Feen waren da, gekleidet in Mondlicht, Sternenschimmer und Sonnenstrahlen. Die umringten den Prinzen und führten ihn zum Tanz. Katrin verbarg sich hinter der Tür und von dort konnte sie sehen, wie der Prinz tanzte und immerzu weiter tanzen musste, bis er erschöpft niedersank. Im gleichen Augenblick war alles verschwunden, der prächtige Saal und die schönen Feen. Katrin und der Prinz standen neben dem Pferd vor dem grünen Hügel. Der Prinz stieg in den Sattel, Katrin sprang hinter ihm aufs Pferd und sie ritten heim. Als die Sonne aufging, kam der König ins Krankenzimmer und da schlief der Prinz. Und neben dem Bett saß Katrin und knackte die Nüsse, die sie in dem wilden Nussbaumwald gepflückt hatte. In der zweiten Nacht erhob sich der Prinz bei Glockenschlag 12 und ritt fort. Katrin folgte ihm und wieder pflückte sie Nüsse, wie die Nacht zuvor. Wieder stand sie hinter der Tür verborgen, aber diesmal gab sie nicht auf den Prinzen Acht. Sie wusste ja schon, dass er wieder tanzen würde, bis er umfiel. Stattdessen beobachtete sie die Feen. Es dauerte nicht lang, da sah sie ein Feenkind, das mit einem silbernen Zauberstab spielte. Und dann hörte Katrin, wie eine der Feen zu einer anderen sagte: »Drei Schläge mit dem Zauberstab, dann wäre der Prinz genesen. So aber tanzt er in sein Grab und niemand kann ihn erlösen.« Katrin rollte dem Feenkind eine Nuss hin und eine zweite und eine dritte Nuss und noch eine, bis die kleine Fee, die hinter den Nüssen hertapste, den Zauberstab fallen ließ. Katrin ergriff den Stab und verbarg sich wieder hinter der Tür. Als der Feenball zu Ende war, ritten Katrin und der Prinz nach Hause. Der Prinz legte sich zu Bett und lag da wie tot. Da zog Katrin den Feenzauberstab aus der Schürze und gab dem Prinzen damit einen leichten Schlag. Der Prinz begann zu blinzeln. Katrin gab ihm einen zweiten Schlag. Und der Prinz sah sie an und fragte: »Wer bist du?« Und da schlug ihn Katrin zum dritten Mal und der Prinz stand auf und war gesund. »Was hast du in deiner Schürze?« fragte er.
Nüsse aus dem wilden Nusswald, antwortete Katrin. Aus dem wilden Nusswald? Fragte der Prinz. Ja, aus dem wilden Nusswald vor dem grünen Hügel, antwortete Katrin. Vor welchem grünen Hügel? Fragte der Prinz weiter. Ach, vor irgendeinem, antwortete Katrin. Ich will auch Nüsse knacken, sagte der Prinz. Sie setzten sich zusammen hin und knackten Nüsse. Und am Morgen, als der König kam, fand er Katrin und seinen Sohn, wie sie eben die letzte Nuss miteinander teilten. Aus Freude, dass sein Sohn wieder gesund geworden war, ließ der König ein großes Fest feiern und lud Katrin und ihre Schwester Anne dazu ein. Den ganzen Abend tanzte Katrin mit ihrem Prinzen und Anne tanzte mit dem zweiten Prinzen. Und bald darauf war Hochzeit. Katrin heiratete den einen Prinzen und Anne heiratete den anderen. Und sie lebten alle glücklich und zufrieden.